Willkommen, ihr Suchenden des Unbekannten, in Mysteriöses Zentrum, ein Zufluchtsort für Seelen, die nach Wissen jenseits des Alltäglichen dürsten. In den unermesslichen Weiten des Universums, in seinen unendlichen Geheimnissen, liegt ein tiefes Geheimnis, das uns alle verbindet. Ein Tanz zwischen dem Expliziten und dem Impliziten, dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Dieses Video ist inspiriert von und basiert auf den tiefgründigen philosophischen und spirituellen Lehren von Alan Watts. Watts ist bekannt für seine einzigartige Perspektive auf die Geheimnisse der Natur, des menschlichen Bewusstseins und des Universums im Allgemeinen. Der hier präsentierte Inhalt ist eine Reflexion, die versucht, seine Vision zu erfassen. Wir zollen seinen ursprünglichen Einsichten unseren Respekt und unsere Anerkennung und hoffen, dass wir sie Ihnen mit dieser Präsentation vermitteln können. Heute begeben wir uns auf eine Reise, die die beiden Seiten des Bewusstseins beleuchten wird, das Scheinwerferlicht, das unsere unmittelbare Aufmerksamkeit erregt, und das Flutlicht, das die Weite unseres Seins umfasst. Eine Reise, die uns zeigt, wie sich der Kosmos in jedem Augenblick durch uns ausdrückt. Im unendlichen Tanz der Existenz liegt eine zeitlose Wahrheit, die in allen Schichten der Wirklichkeit mitschwingt. So wie der Wald sich durch die zerklüftete Rinde auf der Außenseite und die verschlungenen Ringe im Inneren offenbart. So spiegeln auch wir, als Wesen des Kosmos, diesen Tanz von innen und außen wider. Oberflächlich betrachtet mögen diese beiden Reiche getrennt erscheinen, doch ein tieferer Blick offenbart ihre untrennbare Verbindung. Für jeden schimmernden Stern am Nachthimmel gibt es die Weite des Weltraums, die ihn birgt. Für jede Welle, die am Ufer aufschlägt, gibt es die Tiefe des Ozeans, aus dem sie entspringt. Dies ist die Essenz des metaphysischen Tanzes, dass das Innere und das Äußere, obwohl sie unterschiedlich erscheinen, von Natur aus und auf wunderbare Weise miteinander verbunden sind. Erinnern wir uns also auf unserer Reise durch das Leben an diese tiefe Verbindung. Denn wenn wir den Tanz zwischen dem Innen und dem Außen verstehen, erschließen wir uns ein tieferes Verständnis von uns selbst und dem Universum, das uns umgibt. In dem riesigen Gewebe der Existenz gibt es Wahrheiten, die sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe liegen. So wie ein ruhiger See den Himmel über ihm widerspiegelt, liegt sein wahres Wesen in den Tiefen unter ihm, die man mit bloßem Auge nicht sieht. Was dem Auge begegnet, das Treiben unserer Welt, ist das Offensichtliche, klar, offen und greifbar. Doch unter der Oberfläche, die ihren Zauber in der Stille entfaltet, befindet sich das Implizite, tiefgründig, tief und oft unbemerkt. Der Tanz des Lebens mag zwar explizite Unterschiede zwischen Individuen und ihrer Umgebung aufweisen, doch gibt es einen verborgenen Rhythmus, einen stillen Takt, der sie implizit miteinander verbindet. Dieser Rhythmus, der unsichtbar, aber immer spürbar ist, ist der Puls der Existenz. In unserem Streben nach Verständnis sollten wir nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern tief in die Gewässer der Weisheit eintauchen. Denn im Tanz zwischen dem Impliziten und dem Expliziten liegt die wahre Essenz der Existenz und unser Platz darin. Von den unermesslichen Weiten des Kosmos bis zum komplizierten Netz des Lebens auf unserem blauen Planeten versucht die Wissenschaft, die Muster aufzudecken, die die Existenz zusammenweben. Wenn wir mit Präzision und Hingabe tiefer in die Nuancen des Verhaltens eindringen, kommt uns eine tiefe Erkenntnis. Der Tanz eines Individuums kann nicht isoliert werden, denn er ist untrennbar mit dem Rhythmus der ihn umgebenden Welt verbunden. Jeder Herzschlag, jeder Atemzug, jeder Gedanke, all das sind nur Ausdrucksformen, Wellen des unendlichen Kosmos, der durch uns spielt. Wir sind nicht nur Zuschauer in dieser großartigen Aufführung, sondern Verkörperungen des gesamten Universums, jeder von uns eine einzigartige Strophe im kosmischen Lied. Die Wissenschaft entwirrt in ihrem Streben nach Verständnis diesen kosmischen Wandteppich und erinnert uns daran, dass wir keine isolierten Wesen sind. Wir sind das Universum, das sich selbst erlebt, eine wissenschaftliche und spirituelle Erkenntnis unserer Verbundenheit miteinander. Seit Anbeginn der Existenz steht die Menschheit am Abgrund zweier großer Geheimnisse: unser Eintritt in diese Welt und unser Austritt aus ihr.
Die Geburt wird von vielen als plötzliches Erwachen empfunden, als ein erschreckender Moment, in dem wir in das Theater des Lebens hineingestoßen werden, scheinbar als Fremde in einem unbekannten Reich. Und der Tod? Er erscheint als das große Unbekannte, ein riesiger Abgrund, von dem viele befürchten, dass ihn ewige Stille und unendliche Dunkelheit erwarten. Aber sind diese Wahrnehmungen vielleicht nur Schatten an der Wand einer größeren Realität? Könnten sie aus einem begrenzten Verständnis geboren sein, einer falschen Vorstellung von unserem wahren Selbst? Was wäre, wenn wir keine Fremden sind, sondern ewige Tänzer im kosmischen Ballett und Geburt und Tod nur Übergänge im ständig fließenden Fluss der Existenz? Unsere Ängste rühren vielleicht daher, dass wir unsere wahre Natur vergessen, dass wir die grenzenlose und zeitlose Essenz, die in uns pulsiert, aus den Augen verlieren. Denn wenn wir unsere ewige Verbindung zum Kosmos verstehen, finden wir Trost und überwinden die engen Grenzen von Geburt und Tod. Im Theater des Geistes gibt es einen fokussierten Strahl des Bewusstseins, einen Scheinwerfer, der nur einen Bruchteil der Bühne erhält. Dies ist das Scheinwerferbewusstsein, unsere Fähigkeit, uns auf das Geschehen, das sich vor uns entfaltet, zu konzentrieren und es mit Präzision zu verfolgen. Aber jenseits dieses fokussierten Strahls liegt ein anderer Bereich des Bewusstseins, weit und allumfassend. Es ist das Flutlichtbewusstsein, eine sanfte Beleuchtung, die die gesamte Bühne erhält und die subtilen Nuancen, die flüchtigen Schatten, den Tanz, der sich in der Peripherie abspielt, einfängt. Jeden Tag, wenn wir durch die Sinfonie des Lebens navigieren, spielen diese beiden Arten von Bewusstsein ihre Rollen. Die eine ist intensiv und einzigartig, die andere weitreichend und allumfassend. Doch in der großen Aufführung der Gesellschaft steht oft das Rampenlicht im Mittelpunkt. Uns wird beigebracht, Präzision zu schätzen, die Kunst der Konzentration zu fördern und uns mit diesem einzigartigen Strahl der Aufmerksamkeit zu identifizieren. Doch im Schatten wartet das Flutlicht, ein stiller Beobachter, ein breiteres Bewusstsein, das uns unsere Verbindung zu allen Dingen zuflüstert. Es ist das Bewusstsein, das wacht, das den Rhythmus des Universums spürt, selbst wenn unser Scheinwerferlicht intensiv auf etwas anderes gerichtet ist. Denn um uns selbst wirklich zu verstehen, müssen wir sowohl die Intensität des Scheinwerfers als auch die Weite des Flutlichts annehmen und den Tanz von fokussierter Aufmerksamkeit und grenzenlosem Gewahrsein erkennen, der unser eigenes Wesen ausmacht. Im weiten Kosmos des Bewusstseins gibt es einen Stern, der heller brennt als alle anderen. Es ist der Stern, den wir Spotlight-Bewusstsein nennen. Viele von uns stehen in seinem hypnotisierenden Licht und glauben, dass dieser helle Brennpunkt der Aufmerksamkeit die Gesamtheit unseres Seins ist. Wie Motten von einer Flamme werden wir von seiner Intensität angezogen und halten ihn oft fälschlicherweise für die Summe unserer Existenz. Auf unserer Reise durch das Leben lenkt dieser Scheinwerfer unsere Schritte und prägt unsere Erfahrungen, Entscheidungen und unser Verständnis. Er ist präzise, scharf und unmittelbar. Es ist das, was wir oft für uns halten. Aber in unserer tiefen Verbundenheit mit diesem einzigartigen Strahl des Bewusstseins vernachlässigen wir oft die große, flüsternde Weite dahinter. Das sanfte, allumfassende Flutlichtbewusstsein, das uns mit allem verbindet, wird überschattet. Denn jenseits des Scheinwerfers liegt ein Reich der Intuition, der Verbundenheit und des tiefen Verständnisses. Ein Bereich, in dem wir den Puls des Universums spüren, die subtilen Rhythmen der Existenz, die oft unbemerkt bleiben. Um uns selbst wirklich zu kennen, um die Tiefen unseres Seins zu ergründen, müssen wir uns jenseits der Verlockungen des Scheinwerferlichts bewegen. Wir müssen das Scheinwerferlicht annehmen und erkennen, dass unsere Essenz nicht nur ein Punkt intensiver Konzentration ist, sondern ein weites Gewebe des Bewusstseins, das mit Fäden scharfer Aufmerksamkeit und grenzenloser Wahrnehmung gewebt ist. In den stillen Ecken des Bewusstseins, wo die Grenzen des Selbst zu verschwimmen beginnen, liegt ein Reich, das vom Gewöhnlichen unberührt ist. Ein Reich des Flutlichtbewusstseins. Es gibt Menschen, die durch Selbstbeobachtung oder glückliche Fügungen Zugang zu diesem ausgedehnten Bewusstsein finden. Sie begeben sich auf eine Reise,
die die Grenzen der individuellen Wahrnehmung überschreitet, und tauchen tief in ein Meer kosmischen Verständnisses ein. Dies ist der Bereich des Mystischen, in dem das Selbst nicht mehr als isolierte Einheit dasteht, sondern zu einer Note in der großen Symphonie der Existenz wird. Es ist ein Erwachen, eine Erkenntnis, dass die eigene Essenz nicht nur ein flüchtiger Schatten ist, sondern eine leuchtende Manifestation des Universums selbst. Diejenigen, die dieses tiefe Bewusstsein, dieses kosmische Bewusstsein, berühren, werden Zeuge einer Wahrheit, die so alt ist wie die Zeit selbst. Sie verstehen, dass wir unter der Fassade der Individualität alle miteinander verflochten sind, im gleichen Rhythmus pulsieren und nach der gleichen kosmischen Melodie tanzen. Denn in diesem Tanz finden sie die ultimative Offenbarung, dass wir im Herzen unseres Wesens nicht nur Zuschauer, sondern aktive Teilnehmer am großen Wandteppich der Existenz sind, in dem jeder Faden, jede Seele, jeder Stern auf wunderbare, mystische Weise eins ist. Stellen Sie sich, wenn Sie wollen, ein Universum vor, in dem jeder Stern, jeder Planet, jedes Quantenteilchen eine Note in einem endlosen kosmischen Lied ist. Und in dieser unermesslichen Weite, inmitten dieser kosmischen Sinfonie, liegt das Wunder der Individualität. Jeder von uns ist ein einzigartiger Ausdruck des Kosmos, ein einzigartiger Tanz im großen Ballett der Existenz. Wir sind nicht nur vom Universum erschaffen worden, wir sind das Universum, das sich in unzähligen Formen manifestiert und sich auf unzählige Arten und Weisen selbst erfährt. Diese äußere Welt, die wir wahrnehmen, mit ihren unzähligen Farben, Klängen und Empfindungen, ist nicht von uns getrennt. Sie ist eine Erweiterung, eine Reflexion, ein Spiegel unseres innersten Wesens. Unser Körper, unsere Sinne, unsere Erfahrungen sind untrennbar mit dem Rhythmus der Außenwelt verbunden. Im großen Tanz des Kosmos sind wir nicht nur Zuschauer. Wir sind der Tanz. Wir sind die Musik. Wir sind der Glanz der Sterne und die Tiefe der Ozeane. Denn im Herzen unserer Existenz löst sich die Grenze zwischen dem Selbst und dem Universum auf, und alles, was bleibt, ist ein strahlendes Einssein.